in der burgundischen Pforte zwischen südlichen Vogesen und Jura, ganz wunderschön gelegen. Der Campingplatz an einem tollen See und vor dort breche ich heute auf. Ziel ist der Ballon d'Alsace in den südlichen Vogesen. Und hier sieht man, wie schön der Campingplatz gelegen ist, direkt am See, kleiner Spielplatz, eine Joggingstrecke, die hier rumführt. Da sieht man morgens einige Läufer, die Bäume fangen an zu grünen, zu blühen und der See liegt hier ganz friedlich. Ein schöner Ausgangspunkt für eine hoffentlich schöne Etappe. Die Strecke führt mich ziemlich genau nach Norden, Nordwesten. Das heißt, ich habe die Vogesen die ganze Zeit vor mir im Blick. Was für eine Wand, die sich hier von West nach Ost ausbreitet vor mir. Das liegt hier in der burgundischen Pforte, so eine Ebene. Sehr fruchtbar, sehr wasserreich. Da haben sich ja viele Bauernsiedlungen angesiedelt. Schön, wie das hier alles schon so langsam anfängt zu blühen. Es ist erst Aprilhälfte. Das Wetter war in der letzten Zeit ziemlich launisch. Aber jetzt noch ein wirklich schöner Tag. So, Giromagny. Das ist der letzte Ort vor dem steilen Anstieg, sozusagen am Fuß der Vogesen. Dann folge ich hier doch mal dem Radweg. Der geht gleich zum Fluss, zur Savareuse runter, glaube ich, die auf der Belfort fließt. Also ich muss sagen, ich bin doch erstaunt, was das französische Radwegenetz angeht. Gerade hier in Belfort, da haben sie wirklich richtig viel in Radwege investiert. Das ist jetzt die Savareuse, hier noch sehr klein, in Belfort schon deutlich größer. Und so soll das Wetter sein. Perfekt zum Radfahren. So, die Berge kommen näher. Ich glaube, gleich wird es ernst. Aber bisher ist es noch eine sehr schöne morgendliche Radlerei. Das ist jetzt aber wirklich der letzte Ort vor der Auffahrt. Liegt in einem schönen nach Süden geöffneten Talkessel. So, der Verkehr ist hier fast völlig zum Erliegen gekommen. Es ist jetzt sehr ruhig und wenig befahren. Praktisch keine Autos mehr die letzten 10 Minuten. Ich habe gelesen, dass das so eine Tour auf der Tour de France war. Vor vielen Jahren, da bin ich mal gespannt, was einen da so erwartet. Na, das geht ja relativ gemäßigt bergauf. Keine starken Steigungen, so wie in den Alpen. Das ist gut. Ich habe ja heute nicht so viel Gepäck dabei. Es ist nur ein Tagesausflug. Das ist auch ganz gut so. Mal wieder zum Warmwerden in der neuen Saison. Mal gucken, was noch geht. Aber jetzt wird es langsam doch wärmer. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich so ein paar Sachen nacheinander ausziehe. Jetzt bin ich gerüstet für den richtigen Anstieg. Was mir noch aufgefallen ist, es gibt hier unglaublich viele Vögel in dieser Gegend. Wahrscheinlich, weil es so wasserreich ist, so naturbelassen viel. Also ich habe meine App mal rausgepackt und immer wenn ich unter so ein paar Bäumen vorbeifahre, da sind irgendwelche Vögel, dann halte ich schon mal an und gucke, ob die App mir verrät, was das gerade für ein Vogel ist. Ja, mit jeder Stunde wird es jetzt 2 Grad wärmer, aber ich fahre ja auch bergauf und ich glaube, das hält sich so ungefähr die Waage.
Ah, und da sieht man das Unterschied im Tempo, was Rennradfahrer so drauf haben, gegenüber meiner Wenigkeit. Ja, man hat so den Eindruck, diese Strecke gehört den Radfahrern. Zumindest in dieser Jahreszeit noch. Noch keine Motorradfahrer, praktisch keine Autos. Ja, da lässt sich's gut fahren. So, bisher ging die Strecke immer an dem Flusstal oder Bachtal am Hang entlang nebendran. Und jetzt, wie man gesehen hat, kam da so ein senkrechter Wasserfall und jetzt dreht sich die Straße auf den anderen Berghang und da beginnt jetzt die Serpentinenstrecke. Also ein bisschen Sonne von beiden Seiten. Das ist ganz gut, sonst hole ich mir noch einen Sonnenbrand. Aber auch hier wieder eine Straße im Nichts. Ansonsten nur Wald. So, das geht jetzt die ganze Zeit mit 7-8% hier hoch. Auf jeden Fall immer im einstelligen Prozentbereich. Und das lässt sich wirklich gut fahren. Vorne fahre ich die ganze Zeit auf dem mittleren Ritzel. Das ist echt angenehm. Und auch der Verkehr hält sich die ganze Zeit wirklich sehr in Grenzen. Ab und zu mal ein verwaistes Auto oder Motorrad. Das hört man dann zwar schon kilometerweit, aber trotzdem alles in allem ist es wirklich hier sehr, sehr ruhig. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Sommer deutlich anders aussieht. So, und hier gibt es noch die Reste von Schnee. Mitte April. Die traurigen Reste zwar, aber immerhin. Da kann man ja ahnen, wie viel Verkehr, wie viel Betrieb hier im Sommer ist. Parkplätze die ganze Zeit entlang der Straße, rechts und links. Und hier öffnet sich der Blick. Kann man zur anderen Seite sehen und sieht auch den eigentlichen Ballon d'Alsace da oben liegen. Das erinnert mich ein bisschen an den Feldberg im Schwarzwald. Das ist auch so Wiesen, so Matten auf den Gipfeln. Da geht es so relativ steil bergunter. So ein paar Skipisten sieht man noch. Da unten tief im Tal einen See, ähnlich wie am Feldsee. Und ich schätze da oben, dass was jetzt ins Bild kommt, das ist der Ballon d'Alsace. Da fahre ich nochmal hoch und dann schaue ich mal, wie ich weiterfahre. So, das würde ich aber nicht mit Gepäck für eine Mehrtagestour fahren. Hier hoch. Das ist schon der spitze Steine teilweise. Aber so, ohne Gepäck, ist das eigentlich ganz locker. Dann kommt der erste Gang auch mal wieder zu Ehren. Oh klar, over hier, rein hier. So, ich quäle mich hier die letzten Meter hoch. Das ist eine Marienfigur. Also ich glaube, ich werde jetzt mal die Abfahrt nehmen darunter und dann über einen anderen Ballon wieder zurück. Dann hätte ich zwei Pässe für heute in mittlerer Höhe. Ich glaube, das reicht erstmal für einen Saisonauftakt. Ach, das ist eher eine Strecke für Mountainfahrer hier, das Mountainbiker. So, und hier ist nun die Passhöhe offenbar erreicht. Grenzt sich in zwei Departements. Und die gute Nachricht ist, ich habe jetzt Rückenwind, das hilft sicher bei der Abfahrt.
das Straßenschild hier die Wahrheit spricht, wovon ich mal ausgehe, dann ist das Flüsschen, das dir das Tal hier gegraben hat, das ist die Mosel. Als gebürtiger Koblenzer freut mich das natürlich besonders, wo doch da die Mosel in den Rhein mündet. Und ich nehme an, hier bin ich jetzt gar nicht so weit von der Moselquelle entfernt. Da schließt sich der Kreis irgendwie. Das finde ich richtig gut. Nun bin ich ein Stück an der Mosel entlang geradelt bis nach Lötti-Joh. Viele Gebäude stehen leer. Man merkt die Abwanderung. Ich glaube auch dieses Café hier, das hat seine besten Tage schon gesehen. Ich will nicht wissen, wann hier das letzte Café ausgeschenkt wurde. Man freut sich doch irgendwie über jeden Pass, den man erreicht. Auch wenn das nur so ein kleiner ist, wie hier der Col de Croix. Col de Croix, 678 Meter. Dabei fahre ich jetzt gar nicht auf der anderen Seite die Passstraße runter, sondern jetzt kommt der richtige Berg, der nächste Ballon. Also wenn ich eben was gesagt habe von einer ruhigen Straße, so ist diese hier noch viel ruhiger. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die für den motorisierten Verkehr gesperrt ist. Zumindest war eben solche Salütchen auf der Straße, hier auch wieder. Also ich will hier nicht meckern, aber was ich hier schon ein bisschen vermisse an der ganzen Strecke, das ist ein Brunnen. Bei den italienischen Pässen, da gab es immer mal wieder einen Brunnen, wo man seine Flasche füllen konnte. Hier muss man dann die Flasche halt in den Bach halten. Das ist halt so eine Sache. Aber bevor man verdurstet. Und hier geht es jetzt runter nach Planchy. Auch ein Radweg. Einziger Wermutstropfen ist, dass die Straße so ein bisschen schotterig ist. Das heißt, man muss da sehr, sehr aufpassen, wie man fährt. Jetzt geht es bergunter und es wird auch langsam Zeit. Hat sich zugezogen, nicht dass es anfängt zu regnen. Ich gucke jetzt, dass ich mich auf die Hufe schwinge und nach Hause komme. Top. Also wer runterfährt, der darf echt nicht ängstlich sein. Hier in der Ebene unterhalb der Vogesen sind überall solche kleinen oder großen Teiche, Bassins, Wasserauffangbehälter, Etangs heißen die hier. Im Sommer wahrscheinlich ziemlich viele Mücken, aber jetzt geht das total. Hier in Belfort und im Ballungsraum gibt es am Fluss entlang sehr schöne Radwege. Da muss man also nicht die Hauptstraßen fahren, das ist echt eine Empfehlung.